말씀 읽겠습니다. 열왕기상입니다. 제 19장입니다. 열왕기상 19장 1절 말씀부터 Wir lesen in 1. Könige Kapitel 19 Vers 1. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Vers 4. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, Es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser, und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich bin Pastor und deshalb muss ich immer wieder über das Glaubensleben sprechen. Wenn ich anfange, über das Glaubensleben zu sprechen, und wenn ich Beratungsgespräche mit Menschen habe, mit den verschiedensten Menschen, spüre ich sehr schnell, wie unterschiedlich unsere Meinungen, wie unterschiedlich unsere Gedanken sind. Ich weiß, um welche Gedanken es sich immer wieder handelt bei den Menschen, weil ich mich mit der Bibel befasse und weil ich über das Glaubensleben nachdenke. Wenn wir zum Beispiel mit dem Flugzeug fliegen oder mit dem Schiff fahren, brauchen wir immer ein Ticket zuvor. Wir müssen verschiedene Vorbereitungen für eine Fahrt treffen. Wenn wir dann aber eine Fahrt aufnehmen in die Bibel hinein, das allererste, was wir darauf vorbereiten müssen, sind eigentlich unsere Gedanken. Unsere Gedanken, sie verhindern und stören das Glaubensleben. Warum? Der Satan hatte Adam und Eva betrogen, hat ihn dazu verleitet, die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Satan ist jemand, der ist immer gegen Gott. Er verleitet den Menschen, dieses Wort von dem Herrn ist nicht diese Frucht einfach zu verachten, zu zertreten und diese Frucht zu essen. Das heißt, der Mensch ist immer auf der Seite von Satan. Daraufhin, jahrzehntelang hat der Satan immer in unserem Herzen gearbeitet, uns immer auf seine Seite gezogen. Ich habe mal mit einem gesprochen, der spielsüchtig war. Er hat mit dem Spielen angefangen. Er war in einem Casino, hat an einem Gerät gezogen. Und dann prasselten die Münzen nieder. Und seitdem dieses Gefühl, dieses Hochgefühl und diese Begeisterung, das hat ihn so sehr überwältigt, dass er dieses Gefühl nicht mehr vergessen kann. Dieses Hochgefühl Adrenalin in ihm lässt ihn immer wieder zum Casino gehen, lässt ihn immer wieder an ein Gerät ziehen. Jedes Mal, wenn er vor einem Spielgerät sitzt, dann erinnert er sich wieder an dieses Gefühl voller Euphorie, als er diese Münzen niederprasseln gehört hatte. Und daraufhin sagt er, er kann sich an nichts mehr erinnern. Außer dieses eine Gefühl, wo er so viel Geld gewonnen hatte, das besetzt ihn komplett. Das nimmt ihn komplett ein. Meine Frau oder meine Kinder, was passiert, passiert mit meiner Familie, wenn ich dieses Geld ausgebe? Aber diese Sorgen, die gibt es in dem Moment einfach nicht, weil er einfach im Gedanken
bei diesem Gefühl ist, wie er wieder ganz viel Geld gewinnt. Aber ich muss doch die Studiengebühren zahlen für meinen Sohn. All diese Gedanken, die existieren für ihn ab sofort nicht mehr. Weil in dem Moment hat er nur noch im Kopf diese Gedanken, dieses Gefühl, als er wieder diese ganzen Münzen gewinnt. Aber immer wieder trifft man das Leere, man bekommt gar kein Geld. Aber auch wenn er keine Münzen gewinnt, immer wieder diese Erwartung lebt in ihm, dass er beim nächsten Mal aber was gewinnen wird. Ich habe noch nie diese Erfahrung gemacht, Geld gewonnen zu haben in einem Casino, deshalb kenne ich mich nicht aus. Die Menschen können nicht alles perfekt in jedem Bereich gut kennen und wissen. Aber Satan nutzt diese Schwäche von den Menschen aus, es sieht immer aus, als wäre es schwer und unmöglich. Und wenn wir, Satan lässt uns immer betrügen und denken, ah, wenn wir das und das tun, werden wir irgendwie erfolgreich werden, als gäbe es da etwas. Aber es gibt keinen einzigen Menschen, der wirklich alles gut weiß. Was ist das Voice Phishing? Immer wieder hört man in seiner Nachbarschaft oder Umgebung, jemand war Opfer vom Voice Phishing. Obwohl das eigentlich ja, ziemlich Menschen sind, die viel nachdenken und intelligent sind, dennoch werden sie Opfer von Voice Phishing. Ich war selbst einmal Opfer davon gewesen. Das war an einem Samstagnachmittag. Ich bekam einen Anruf. Ah, sind Sie zufällig Oxo Park? Ich hätte an erster Linie fragen sollen, woher haben Sie meine Telefonnummer? Aber ich habe in dem Moment nicht darauf so reagieren können. Ich habe gefragt, okay, wer sind Sie? Und dann sagen Sie, ja, wir sind vom Lotte Shopping Center. Ich habe mich gefragt, warum ruft mich Lotte Shopping Center an? Unter ihrem Namen, Oxo Park, wurde gerade so um die 1.800 Euro abgezogen. Also von ihrem Bankkonto heben wir nun 1.800 Euro ab. Wenn ich ganz rational darüber nachdenke, hätte ich sagen können, wer sind Sie denn eigentlich? Geben Sie mal Ihre Daten. Warum rufen Sie mich jetzt unter meiner Telefonnummer an? Ich hätte da eigentlich mal nachfragen und nachhaken müssen. Aber in meinem Kopf hatte ich nur noch den Gedanken, sie ziehen mir 1.800 Euro ab. Und dann hieß die Frage, ja, zufällig hat ihre Frau was eingekauft? Und sage ich, nein, meine Frau sitzt neben mir. Okay, dann ist das ein Problem. Sollen wir das der Polizei melden? Ich habe gesagt, machen Sie, was Ihnen recht vorkommt. Und dann 5 Minuten später ruft mich die Polizei an. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich hatte in meinem Kopf nur noch diese Vorstellung, diese grausame Vorstellung, dass 1.800 Euro von meinem Bankkonto abgezogen werden. Die Polizei fragte mich, haben Sie einmal Ihren Personalausweis jemand anderem gegeben? Habe ich gesagt, ja, immer wieder wegen verschiedenen Dingen, Angelegenheiten habe ich das meinem Bruder der Gemeinde gegeben. Okay, Herr Park, das heißt, ich denke, jemand hat unter Ihrem Namen ein Bankkonto gemacht. Aber dieses Bankkonto, Karte gehört ja dann nicht mir. Wo ist Ihre nächste Bank? Das ist die Volksbank im Nambu Terminal. Herr Park, dann kommen Sie doch bitte mit Ihrem Personalausweis und mit Ihrer Bankkarte zu uns. Dorthin, zu dieser Bank. Ich war auf dem Weg dorthin, während ich meine Schuhe anzog in der Garderobe. Ich bin ja schon alt. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, dass ich schon betagt bin. Ich bin auf jeden Fall schon älter. Und ich hatte schon ein ganz komisches Gefühl die ganze Zeit dabei.
Ich habe den Pastor unserer Gemeinde gefragt, gibt es in unserer Gemeinde einen Bruder, der bei einer Bank arbeitet? Ah, das ist Bruder Null, er arbeitet in einer Bank. Dann habe ich ihn bitte auch zu der Bank im Nambu Terminal gerufen. Und ich war auf dem Weg und mittendrin habe ich eine Polizeistation gesehen. Eine Polizeistation. Gut, dann gehe ich mal rein. Da hieß es, ah ja, wie sind Sie zu uns gekommen? Ja, ich habe eine Frage. Schießen Sie los. Mir ist gerade eben das und das widerfahren. Was soll ich machen? Und dann sofort hieß es der Polizei, da dürfen Sie nicht hingehen, das ist ein Betrug. Und dann hat die Polizei die Person wieder angerufen. Hallo, wer bist du? Und dann hieß es, ich bin die Polizei, und plötzlich wurde aufgelegt. Und der Polizeidirektor dort, er hat dann angefangen zu fluchen. Die Herzen der Menschen, sie sind nie konstant. Ich habe ein anderes Herz gegenüber Menschen, die böse sind. Ich habe ein anderes Herz gegenüber Menschen, die schön sind. Ich habe ein anderes Herz gegenüber Menschen, die mir enger stehen, die mir weiter wegstehen. Jedes Mal ist unser Herz eigentlich verschieden gegenüber den Menschen. In unserer Gemeinde gibt es so viele Kinder und ich interessiere mich nicht immer für alle. Aber bei meinen Enkelkindern ist es natürlich was anderes. Ich weiß auch nicht wieso. Die Herzen der Menschen können gar nicht immer konstant sein. Und auch dieser eine Gedanke, als er in mir war, dass ich 1800 Euro verlieren würde von meinem Bankkonto, habe ich mich vollkommen mit meinen ganzen Nerven nur noch darauf konzentriert. Während wir unser Glaubensleben führen, wir glauben an das Wort, wir wandeln mit dem Herrn, wir verbinden uns mit dem Herrn. Und wie schön wäre das? Aber Satan lässt uns nicht. Wir haben gerade über Elia gesprochen. Elia war ein großartiger Knecht von Gott. Der Prophet Elia ging mit den 450 Baal-Propheten auf den Berg und er brachte sie alle um, weil sie haben sich ja auf eine Wette eingelassen. Die 450 Baalpriester haben gebetet und nichts kam. Als Elia betete, kam ein Feuer vom Himmel und das Volk jubelte und schrie, ah, das ist der wahre Herr Jehova. Und sie haben alle angefangen, die Baalpropheten, die Baalpriester zu töten. Ahabs Frau Isabel, sie war eine Baal-Anhängerin. Sie war sauer und sagte dem Elia, das heißt eigentlich, auch ich werde dich umbringen, genauso wie du die Baal-Propheten umgebracht hast. Als Elia diese Nachricht hörte, er spürte Angst um die Existenz seines Lebens. Ich habe gerade die Gnade von dem Herrn erfahren. Wenn er an den Herrn gedacht hätte, wäre das alles kein Problem gewesen. Aber nachdem er die Nachricht von Isabel gehört hatte, dachte er sich, okay, jetzt werde ich sterben. Ich habe Angst, ich will nicht sterben, ich werde nicht sterben. Und sein Herz verfiel in diesen Gedanken und Elia vergaß Gott, Elia vergaß Jesus, Elia vergaß Raum und Zeit und alles und konzentrierte sich nur noch auf den Gedanken, ich muss leben. Und er lief davon, er floh. Wohin floh er? Ins Land Juda floh er. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief und sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich meine, Isabel wird ihn sowieso umbringen, aber jetzt sagt der Herr, nimm mein Leben. Ich meine, er muss ja nur da bleiben, dann würde Isabel ihn sowieso töten. Aber nein, er läuft davon und nun wünscht er sich den Tod selbst herbei. Das ist irgendwie ein bisschen paradox. Wird dann Gott sagen, ja, dann schicke ich die Soldaten von Isabel zu dir, dass sie dich umbringen?
Aber zu dem Zeitpunkt, denke ich, war Elia ganz durcheinander. Aber auch wir verfallen oft in so einen Schwachsinn. Wenn wir aber das genaue Glaubensleben führen, in den Glauben an Gott, wenn wir dann hineingehen in das Glaubensleben, wäre das schön. Aber mit solchen ganz, ganz komischen, wirren Gedanken von Satan führt er uns in die Irre. Gerade eben haben wir doch gesehen, wie Elia gebetet hat und das Feuer fiel vom Himmel und es wurde erwiesen, dass der Baal nicht der richtige Gott ist. Bis zu dem Zeitpunkt an wussten die Israeliten ja nicht, wer der wahre Gott ist, das Baal oder eben der Herr Jehova. Aber nachdem sich das der Herr Jehova als der wahre Gott ergeben hatte, waren sie alle so glücklich, sie haben auch geweint und gejubelt und dann wollten sie schlafen gehen und dann kriegt Elia einen Anruf, ich bin's, Isabel. Morgen um diese Zeit wirst du genau das gleiche erfahren wie die Baal-Propheten gestern und dann wurde aufgelegt. Bitte frag mich jetzt nicht, ob sie damals zu der Zeit Telefone hatten, aber das ist so jetzt meine Vorstellung. Aber allein diese eine Nachricht, die Elia bekommen hatte, versetzte ihn in so großen Schock und Angst und er war nur noch beschäftigt, irgendwie wegzurennen und zu fliehen. Ich muss leben. Dieser eine Gedanke fesselte ihn. Diese ganzen Werke von Gott am Tag davor, wie das Feuer kam und dann er als der wahre Gott erwiesen wurde. All diese Erfahrungen hatte er einfach vergessen und er war komplett eingenommen von dem Gedanken und von dem Wunsch zu überleben. Er ging dann zum Land Juda und weil das okay war und er guten Verhältnissen leben konnte, ließ er seinen Diener in der Wüste. Und dann sagt er noch, Herr, nimm nur meine Seele. Ich meine, warum läuft er erstmal davon, um sein Leben zu schützen und dann sagt er, nun nimm mein Leben. Aber das ist die Natur des Menschen. Ja, der Mensch ist zwar intelligent. Ja, der Mensch, er ist fähig, er ist weise. Aber nein, dennoch ist er sehr, sehr töricht. Auch wenn ich mich selbst anschaue, einerseits meine ich, die Bibel gut zu kennen. Aber manchmal wieder, wenn mein Herz in eine ganz andere Richtung hinein entgleitet, dann sehe ich da Gott nicht, dann sehe ich Jesus nicht. Als ich im Krankenhaus war, als Bruder Kim Tae-hung im Krankenhaus war, diese Stimmung in dem Krankenzimmer, er stand kurz vor dem Tod. Seine Familienmitglieder wussten bereits, der Sohn ist tot, der Ehemann ist tot. Und so eine bedrückende Atmosphäre hätte es gar nicht anders sein können. In dem Herzen der Familienmitglieder ist der Sohn, ist der Ehemann schon gestorben. In dem Herzen der Mutter, in dem Herzen der Frau. Obwohl der Mann da liegt und noch atmet, haben sie ihn schon zu einem Toten verurteilt. Sie haben getrauert. Sie waren ganz finstere Gestalten geworden. Als ich die Frau und seine Mutter gesehen habe, dachte ich mir, wenn an diesem Ort jetzt nicht Pastor Oksu Park, sondern Jesus da sein würde, würden sie sagen, ah Jesus, Jesus, bist du gekommen? Und Jesus würde sagen, ich bin gekommen, um Bruder Kim Jong-un am Leben zu erhalten. Und dann, denke ich, wäre die Atmosphäre um 360 Grad gewandelt. Jesus, er ist zwar nicht sichtbar, aber auch in mir ist doch Jesus. Auch Jesus ist doch in mir. Und Jesus ist noch nie an einem Menschen einfach vorbeigegangen, dem es mangelte, der krank war. Er rettete die Tochter von Jairus, er rettete den toten Lazarus. Dann jetzt an diesem Ort ist doch auch Jesus. Jesus
Er wird ganz sicher diesen kranken Bruder Kim Jong-un retten und helfen, oder? Was ist dann meine Aufgabe und Funktion als ein Pastor? Das Herz von diesem Bruder und das Herz von Jesus verbinden, dass sie eins sind, weil dann wird dieser Bruder leben, habe ich diesen Gedanken bekommen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wenn ihr in Hunger seid, wenn ihr in Armut seid, wenn ihr in Einsamkeit seid, es gibt nichts, was ja Jesus nicht überwinden kann, oder? Wenn es diesen Jesus gibt, was ist dann ein Problem? Wenn Jesus in mein Herz hineinkommt, dann wird er doch alle Probleme von mir nehmen. Dann habe ich doch gar keine Probleme mehr. In meinem Herzen wusste ich in dem Moment, dieser Bruder Kim Jong-un, er braucht nur noch zu glauben, dass Jesus ihn erretten wird. Dann ist das gar keine Krankheit mehr. Was ich jetzt machen muss, ist, ihm den Glauben zu geben, Jesus wird dich retten. Bruder Kim Jong-un, hör meine Worte. Bisher habe ich noch nicht gelesen, dass Jesus einen kranken Mann einfach ignoriert hat oder einen Mann, dem es mangelte, einfach an ihm vorbeigegangen ist. Nirgendwo in der Bibel habe ich das gelesen. Und dieser Jesus, auch heute, er sieht dich sterben, aber er wird auch dich nicht verlassen. Ja, in deinen Augen, jetzt kann sie Jesus zwar nicht sehen, aber in mir gibt es Jesus, in dir gibt es Jesus. Und dieser Jesus hat genug Potenzial und Kraft, dich zu retten. Aber du brauchst noch eines, das Jesus in dir arbeiten kann. Was ist das? Das ist die Vereinigung von deinem Herzen mit dem Herzen von Jesus. Wenn dein Herz mit Jesu Herz eins wird, dann wird so Wunderbares passieren. Wenn Jesu Herz in dein Herz hineinkommt, dann wird alles, was du machst oder anstellst, kann der Herr überwinden, und zwar reichlich. Das lernen wir doch von der Bibel. Während ich dieses Herz in mir bekommen habe, dachte ich mir Folgendes. Aber wenn Bruder Kim Jong-un mit mir eins wird, dann wird er diese Krankheit reichlich überwinden können. Ich habe ihn gerufen, Bruder Kim Jong-un. Er gab gar kein Lebenszeichen mehr von sich. Hey, steh auf, mach deine Augen auf, schau mich an. Mit dieser lauten Stimme habe ich zu ihm gesprochen. Und da antwortet er mir, ja, Pastor. Sie sagen, du stirbst wegen dem Krebs. Die Ärzte sagen, du hast 2-3 Tage noch Zeit. Sie sagen, heute Nachmittag ist es sehr, sehr kritisch. Aber wenn Jesus arbeitet, dann ist deine Krankheit gar nichts. Warum brauchen wir denn den Glauben? Dass ich an Jesus glaube, heißt doch, dass ich mit dem Herrn eins bin. Wenn ich mit Jesus eins bin, dann wird Jesu Herz in mein Herz hineinfließen. Wenn wir ein Herz geworden sind, dann ist das so wunderbar. Nehmen wir an, jemand wurde von einer Giftschlange gebissen. In dem Körper von einem, der von einer Giftschlange gebissen wurde,
In seinem Körper haben sich bereits Antikörper gebildet. In dem Moment, wo ich am Sterben bin, wegen der Giftschlange, wenn ich die gleiche Blutgruppe habe mit jemandem, der Antikörper bereits hat, und wenn ich sein Blut in mein Blut hinein infusiert bekomme, dann, obwohl ich überhaupt gar keine Antikörper gegen diese Giftschlange habe, wenn ich dennoch das Blut bekomme von jemandem, der bereits Antikörper hat, dann wird dieses Blut die ganze Krankheit, das ganze Gift in meinem Körper besiegen können. Wenn ich dann dieses Blut transfusiert bekommen habe, bildet auch mein Körper Antikörper gegenüber dem Gift der Schlange. In der Medizin heißt das Antikörper. Wenn ich Hepatitis hatte, es gibt einige, die haben bereits Antikörper. Und wenn dann wieder die Hepatitis kommt, das macht ihnen gar nichts mehr aus, weil sie bereits Antikörper gegenüber dieser Krankheit haben. Dieser Bruder hat zwar überhaupt gar keine Kraft, das Gift der Schlange zu überwinden oder den Krebs zu überwinden, aber Jesus' Blut kann es. Wenn Jesu Blut hineinfließt in jemanden, der von einer Giftschlange gebissen wurde, kann Jesu Blut das überwinden. Und dieser Bruder, er war am Sterben wegen des Krebs. Wenn er mit Jesus ein Herz wird, dann wird er vereint mit dem Herzen Jesus. Und so wird alles von Jesus, das von dem Bruder, alles von dem Bruder wird Jesus sein. Und diese Krankheit wird gar nichts mehr sein. Und das heißt nun, dass der Bruder an den Jesus glaubt. Ist das kompliziert? So, ich muss jetzt schaffen, dass der Bruder mit dem Jesus eins wird. Ich habe ihm erklärt, dieser Jesus, während er auf dieser Erde gelebt hat, als er Kranke gesehen hat oder als er Menschen gesehen hat, die sterben, er hat sie noch nie hat er sie irgendwie abgelehnt. Wenn Jesus hier an diesem Ort ist, dann wird Jesus ganz sicher auch diese Leute heilen. Jesus wird nicht an Kranke einfach vorbeigehen. Er wird sie ganz sicher heilen. Ich habe ihm das Herz von Jesus erklärt. In der Bibel können wir nachlesen, dass Jesus immer willig ist, Kranke zu heilen. Jesus möchte auch dich heilen. Aber du denkst dir, nee, Jesus wird mich nicht heilen, weil ich habe gelogen, ich habe böse Dinge getan, ich habe schlecht gelebt. Und dann bist du bereits ein anderes Herz als Jesus. Wenn du aber daran glaubst, wenn du den Glauben hast, an Jesus wird mich heilen, dann wird dieser Glaube dich mit Jesus eins machen. Wenn du dann nur ein Herz mit Jesus hast, wenn das Herz von Jesus nun in dein Herz hineinkommt, in Jesus' Herz gibt es Weisheit, das ist deins. In Jesus' Herz gibt es Kraft, das ist deins. In Jesus' Herz gibt es Werke und das ist dann deins. Und wenn dann Jesus arbeitet, ist alles gar kein Problem mehr. Hören wir mal gut zu. Du brauchst nur noch zu glauben, dass Jesus dich heilen wird, dann wirst du eins werden mit Jesus. Dann ist dieser Krebs letztendlich gar nichts mehr. Ich habe gebetet und gesagt, komm, steh schnell auf, ich gehe, okay? Nach einer Woche beim Frühstücken bekam ich einen Anruf. Pastor, hier ist Bruder Kim Jong-un. Er war ja am Sterben, aber er war so voller Lebensenergie gewesen. Nach einer Woche war das. Pastor, ich werde heute entlassen. Das ist super. Die Ärzte sagen, es gibt überhaupt gar keine Krebszellen mehr in meinem Körper. Die Menschen denken, so etwas schafft eigentlich nur Pastor Xupak. Ihr denkt das auch immer wieder, oder?
Leute, die großartig sind, Leute, die auf Teppich fliegen, Leute, die 50 Tage lang fasten. Ihr denkt, dass Jesus nur in solchen Menschen arbeitet. Strom. Wenn sie nur mit den Stromkabeln verbunden sind, mit Kupferdrähten verbunden sind, dann egal. Auch wenn die Kabel schwach sind, dreckig sind, verschmutzt sind, halt kaputt sind, dieser Strom fließt dadurch. Wenn eure Herzen mit Jesus Christus eins werden, wir sind dann vereint, dann ist alle Kraft von Jesus auch meine Kraft. Wenn Jesu Herz mit meinem Herzen eins wird, dann ist seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit. Amen. Dann ist seine Heiligkeit auch meine Heiligkeit. Amen. Jesu Kraft ist dann auch meine Kraft. Jesu Weisheit ist meine Weisheit. Jesu Liebe wird dann meine Liebe. Jesu Gnade wird auch letztendlich meine Gnade werden. Dieser Zustand, wenn wir mit Jesus zusammen sind, das bezeichnen wir doch als den Glauben. Wenn wir jeden Tag in der Bibel lesen, entdecken wir das Herz von dem Herrn. Und dann wissen wir, was ist eigentlich anders als das Herz von Gott? Mein Herz ist hier falsch. Ich möchte mein Herz mit dem Herzen von Jesus vereinen. Wenn ich das tue, dann zeigt sich die Kraft von dem Herrn in mir. Wenn wir nur diesen Glauben haben, diesen einen Glauben, wenn nur Jesus in euch ist, dann wird alles, jeder Bereich in unserem Leben neu werden. Jedes Mal, wenn wir eine Arbeit anfangen möchten, gibt es immer Probleme und Schwierigkeiten. Warum habe ich diese Schwierigkeit? Was soll ich machen? Ich habe Schwierigkeiten, ich habe Kummer und Sorgen. Aber das Problem eigentlich ist, das, was ich gerade mache, ist, ich muss mich doch nur mit Jesus vereinen. Jesus freut sich doch über dieses Camp, oder? Ja, dann machen wir das doch. Jesus möchte diesen Sünder erretten, oder? Er möchte ihn erretten, stimmt das? Deswegen ist er doch am Kreuz gestorben. Ja, dann möchte ich evangelisieren. Und so arbeiten wir doch. Nicht Pastor Oxo Park spricht gerade. Wir sprechen heute über Elia. Als Elia in den Himmel hochging, er wurde ja ist gegen den Himmel hochgefahren, er wurde entrückt. Ja, wir fliegen zwar mit dem Flugzeug in den Himmel. Als Elia das gleiche Herz mit dem Herrn hatte, konnte er lautstark schreien gegenüber den 450 Baalpriestern. Er konnte schreien und übermütig sein vor den Baalpropheten. Er hat sie ausgedacht, hat gesagt, vielleicht schläft er, euer Gott, schreit noch lauter, noch lauter. Aber dann hat Elia gegen den Herrn angerufen und dann sofort meldete sich Gott. Elia hatte diese wertvollen Zeugnisse in sich, aber um diese ganzen wertvollen Zeugnisse von Gott, von seinem Herzen auszutreiben, hat der Satan sofort in der Königin Isabel gearbeitet. Er hat sie angerufen und gesagt, auch dich werde ich töten, genauso wie die Baalpropheten. Ja, okay, zu dem Zeitpunkt gab es wirklich keine Telefonate. Aber zum Beispiel, bist du Elia, ich bin Isabel. Und morgen um diese Zeit wird ihr genau das erfahren, widerfahren, was gestern den Baalpropheten widerfahren ist. Nachdem er die Stimme von Isabel gehört hat, das Feuer vom Himmel gestern, die 450 toten Baalpropheten, alles war einfach weg in seinem Kopf. Warum ist das in der Bibel niedergeschrieben? Der Elia, der so erfüllt war davon, nachdem er einmal die Stimme von Isabel gehört hat, ist alles einfach hin und weg gewesen. Sein Herz war vollkommen eingenommen von der Furcht und von der Angst.
Wenn wir in der Bibel lesen, was hat der Herr beigebracht? Ja, wir haben diese Angst, wir haben die Furcht. Aber auch jetzt, wenn wir plötzlich in die Leitung von Satan hineinkommen, dann erinnere ich mich überhaupt gar nicht mehr an das, was Gott gemacht hat in meinem Herzen. Ich bekomme einfach nur das Herz, ich werde sterben. Aber im Gegenteil, wenn wieder das Herz Gottes in mich hineinkommt, das Wort in mich hineinkommt, dann werde ich sagen, aber ich bin ja wohl verrückt geworden, Gott lebt doch in mir, Gott. Immer wieder passiert mir das. Ich denke auch bei euch, David hat doch den zum König gesalbt. Als er in Ziklag war, sieht er seine Frau, seine ganzen Kinder, sie waren alle in Gefangenschaft genommen worden. Sie haben so viel geweint, dass sie gar keine Kraft mehr hatten zu weinen. Als David aber wieder an den Herrn dachte, hat er gefragt, soll ich ihm sie folgen? Aber dann fasst er wieder seinen ganzen Mut zusammen durch Gott. Er sagt, Leute, wir folgen ihnen. Der Elia hat dem ganzen Volk gezeigt, dass der Herr Jehova lebt. Und obwohl er mitten in diesem Geschehen der Werke Gottes war, nachdem er einen Wort von Isabel gehört hatte, sagte nun Elia, Herr, nimm mich einfach, er will jetzt sterben. Okay, auch wenn ihr jetzt nicht gleich sterben würdet, aber diese Sorgen, diesen Kummer. Deshalb können wir nicht kräftig mit dem Herrn leben. Wenn Gott in euch arbeitet, wie schön wäre das denn? Dieses Mal beim World Camp. Ja, es hat viel Geld gekostet. Ich habe noch nie über das Geld gesprochen, aber ich bin dem Herrn so dankbar. Angefangen an dem Tag, wo Regen vorhergesagt wurde, an dem Morgen, der Pastor aus Elfenbeinküste hat auch Zeugnis gegeben. Es gibt so viele, die Zeugnisse geben. Der Herr lebt in uns und arbeitet. In unserem Herzen, wenn Jesus da ist, wenn wir mit dem Herrn eins werden, dann auch wenn wir kein Geld haben, ist das überhaupt gar kein Grund zur Sorge. Auch wenn wir sterben sollten, ist das kein Grund der Sorge. Wir werden so gesegnet leben können. Aber auch wenn wir Unmengen viel an Geld haben, Berge von Diamanten und Gold haben, wenn wir Jesus nicht haben, werden wir trotzdem uns fürchten müssen. In 1. Könige Kapitel 19, in 1. Könige Kapitel 18, hat es 365 Tage lang nicht geregnet. Und der Elia schreit den Ahab an. Elia sagt, es wird wieder regnen. Und plötzlich verfinsterten sich die Wolken. 3 Jahre und 6 Monate hat es zuvor nicht geregnet und plötzlich fängt es an zu tropfen. Das ganze Volk schreit, ja, es schreit, es regnet. Die 450 Baalpriester sind gestorben. Und nachdem sie weg waren, hat es angefangen zu regnen. Seit 3 Jahren und 6 Monaten zuvor hat es nicht geregnet. Alle sind in großer Begeisterung verfallen. Sie sind alle am Jubeln, am Schreien. Macht mir das mal nach. Schreit auch mal so. Wie großartig muss es gewesen sein. Es regnet. Sie hätten alle getanzt und sind aufgesprungen und haben geschrien. Aber dieses erfüllte Herz, plötzlich danach, sagt Elia, ach ja, weißt du was, nimm mich einfach. Was lehrt uns diese Stelle? Warum hat das der Herr aufgeschrieben? Weil wir genauso sind. Der Herr weiß ganz genau, wie wir sind und er bringt uns bei, wie wir jetzt da rauskommen, oder? Ihr habt gerade so viel Segen erlebt und dann plötzlich im nächsten Moment seid ihr wieder verwelkt. Die meisten Menschen
denken so negativ wie, ja, jetzt ist gut, aber gleich wird wieder was Schlechtes kommen. Die denken sich, ah, ich bin wiedergeboren, wie lange soll das halten? Und sofort sind sie so pessimistisch eingestellt. Aber im Gegenteil, die Leute, die an Gott glauben, auch wenn die Probleme kommen, sagen sie, ach, dieses Problem kann das Gott etwa nicht meistern? Auch wenn ich arm bin, was soll's? Gott wird schon eine Lösung haben, er wird schon einen Ausweg für mich haben, er wird mich schon segnen. Wenn wir darüber nachdenken, können wir so dankbar sein. Erste Könige Kapitel 19, wenn wir genau hinschauen. Wie ist Elia, der auch wenn Feuer vom Himmel fällt, auch wenn 450 Baal-Propheten sterben, auch wenn sie alle sagen, er ist der wahre Gott? Doch, dennoch. Das Volk, das so gelitten hatte zuvor, Elia, das zuvor vor dem Herrn verworfen war. Also sie sehen, wie der Herr wieder regnen lässt nach 3 Jahren und 6 Monaten. Sie müssen feiern, sie müssen Hochstimmung sein, sie müssen jubeln. Aber nein, Elia rennt einfach davon und flieht um sein Leben. Es ist Satan, der Elia so führt. Pastor Oxopark, du kannst genauso sein. Pastor Ihomo, du kannst genauso sein. Älteste Hwang Hyo-jung, du kannst genauso sein. Jetzt zu diesen Momenten müsst ihr euch anstrengen, müsst ihr auf den Herrn schauen, müsst ihr bei euch sein, euren Verstand zusammennehmen. Gerade jetzt musst du dein Herz steuern. Du musst einfach die Isabel ignorieren und daran glauben, der Herr wird mich beschützen. Herr wird mich doch verhüten vor Isabel. Auch wenn sie mal nach meinem Leben trachtet, es ist egal. Fang mich doch, du schaffst es eh nicht. So eine Art von Glauben müssen wir nun leben, weil dann, auch wenn wir gerade in Schwierigkeiten sind, aber so einfach ist, wenn wir den Glauben in der Bibel lernen. Ah, war das für Josef eine Trauer im Gefängnis zu sein? Naja, wenn man danach Premierminister wird, ist das doch ein Prozess, der legitim ist, oder? Es ist doch legitim, so einen Prozess durchzulaufen, wenn ich am Ende groß rauskommen werde, wenn ich am Ende ein Premierminister werden würde. Diese Schwierigkeiten, die Probleme, gerade die wir durchmachen, das ist ja alles ein Prozess, um letztendlich den Segen Gottes zu bekommen. Und unsere Herzen, wenn unsere Herzen befreit werden von Schwierigkeiten, dann durch den Herrn. Apostel Paulus, er vertreibt Geister von einer jungen Frau in Apostelgeschichte Kapitel 16. Und jemand zeigt den Apostel Paulus an. Sie sagen, dass Apostel Paulus komisches Zeug redet und dann wird er geschlagen und dann in den Kerker geworfen. Im Gefängnis ist er. Wenn ich in der Bibel lese, dann ungefähr in der Nacht steht dann da. Paulus und Silas. Da steht so mitten in der Nacht. Wie viel Uhr meint ihr denn, war das? 21 Uhr? 22 Uhr? In der Nacht, wie viel Uhr haben wir denn? Vielleicht 23, 24 Uhr, oder? Ich bin jemand, der isst nur und denkt an die Bibel. Und ich denke immer wieder über die Stellen in der Bibel nach. Nehmen wir an 23, 24 Uhr. Dann um 10 Uhr, was hat der Paulus gemacht? Um 21 Uhr, was hat der Paulus gemacht? Um 20 Uhr, was hat der Paulus gemacht? Weil er so hart geschlagen wurde, er war dann umgekippt und dann gegen 12 Uhr kann es vielleicht sein, dass er aufgestanden ist wieder. Er war zwar nicht bewusstlos gewesen, aber dennoch sagt er, aua hier, Silas. Ja, es ist schön und gut, an Jesus zu glauben, aber ist das überhaupt noch ein menschliches Leben, das wir hier führen? Schau dir diese Striemen an meinem Rücken an. Du, wenn wir nun hier frei sind,
komm, lass uns wieder in unsere Heimat gehen und lass uns einfach was auf dem Land bauen. Dieses Leben, das ist einfach nicht mehr menschlich. Aber was wir genau wissen und sagen können ist, bis kurz vor der Nacht hat Paulus weder gebetet, weder gelobpreist, weder gedankt. Aber dann, als es so die Nacht wurde, hat der Paulus und der Silas nach dem Herrn geschaut und sie gepriesen. Und dann, in der Nacht dann, hatte Paulus wieder den Herrn in seinem Herzen. Er dachte sich nur, wie komme ich hier raus? Was passiert nun mit unserer Gemeinde? Kummer hatte ihn ja voll eingenommen gehabt. Und dann in der Nacht fällt ihm ein Wort ein in der Bibel. Hey, ja, wir sind zwar gerade im Gefängnis, aber der Herr, er ist doch mit uns. Was ist dann das für ein Problem? Komm, lass uns den Herrn lobpreisen. Den Herrn lobpreisen ist doch ein der Moment, wo doch mein Herz in dem Glauben ist, dass der Herr mir helfen wird. Und der Herr, sie dachten, der Herr ist nicht mehr bei ihnen, aber ab dem Moment, wo sie daran geglaubt haben, haben sie dann stetig schleichend sind sie dann in diesen Glauben überführt worden. Also ganz langsam, Schritt für Schritt. Der Herr hat in Paulus gearbeitet. Er wollte, dass er an den Herrn glaubt. Er hat darauf gewartet, dass sein Herz mit dem Herrn eins wird. Ah, es brennt hier. Hey Silas, warum mein Rücken brennt so? Siehst du die Striemen? Ah, mein ganzer Rücken ist offen. Das kann man doch kaum noch zunähen. Und er hat geklagt und geklagt. Ich weiß nicht, ob er dann bis Mitternacht vielleicht bewusstlos war und dann wieder aufgestanden ist. Auf jeden Fall, bis es Nacht wurde, haben sie weder gebetet noch irgendwie den Herrn Lob gepriesen. Aber als es dann Nacht wurde, hat der Herr, hat der Paulus plötzlich an Gott denken müssen. Ah doch, der Herr ist doch mit mir. Dieses Gefängnis ist gar kein Problem. Daran glaube ich. Wenn ich an diesen Herrn denke, bin ich dankbar. Herr, ich lobpreise dich. Halleluja, hat er geschrien. Und dann hat Gott wirklich angefangen zu arbeiten. Als Paulus nach Rom gefahren ist, im Mittelmeer, hatte er 14 Tage lang Seenot. Der Sturm, er wehte so stark. Am Äquator ging diese heiße Luft in die Höhe. Heiße Luft steigt nach oben. Und wenn die Luft nach oben gestülpt wird, dann kommt ein anderer Wind und so entwickelt sich ein Sturm. Wenn der Sturm weht, der Sturm geht meist Richtung Norden, er steigt nach oben. Meistens haben wir Westwind und er verflüchtigt sich dann in den Ostwind, er geht dann in Richtung Osten. Und dann mitten im Mittelmeer, noch nie hatten wir diesen Fall, dass ein Sturm 14 Tage lang an einem Ort währt. So etwas hatten wir noch nie in der Geschichte. Egal, wo man in der Meteorologie schaut, niemals kann ein Sturm an einem Ort stehen bleiben. Meistens mit einem Tempo von 20 km/h oder 50 km/h hören wir immer wieder in den Nachrichten, Wetternachrichten. Aber dass ein Sturm im Mittelmeer 14 Tage lang einfach bestehen bleibt und fortwährt, das ist etwas, das kann gar nicht sein. Aber Satan hatte so viel Spaß mit Paulus, er hat ein Spielchen mit ihm getrieben. Komm, kehr zurück, fahr nicht dahin. 14 Tage lang, nachdem aber 14 Tage vorbei sind, kommt der Engel zu Paulus und sagt, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Wenn ich gestellt werden soll vor den Kaiser, dann darf ich doch nicht sterben.
Als er dieses Wort gehört hat, sofort hört der Sturm auf. Die Leute, die viel Leid in sich hatten, die genießen das Leid. Achso, nein, die Leute, die das Leid mögen oder den Kummer mögen, können sie immer einfach darin verfallen, weil dann gibt der Herr euch noch mehr. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Diejenigen, die die Angst oder die Furcht als Hobby haben, die werden weiter und weiter nur Angst und Furcht haben. Die Leute, die aber zum Beispiel Dankbarkeit und Lobpreisung als Gewohnheit und Hobby haben, dann auch, wenn nichts los ist, sind sie dankbar. Aber auch wenn der Sturm kommt, sind sie dankbar. Auch wenn sie von einer Giftschlange gebissen sind, sind sie dankbar. Auch wenn sie in die Schwierigkeiten sind, sind sie dankbar. Jedes Mal, wenn sie dankbar sind, sagt der Herr, ah, guck mal, er mag Dankbarkeit. Dankbarkeit geht zu ihm. Und danach ist er nur noch dankbar, dankbar, dankbar und nochmal dankbar. Aber wenn wir so negativ eingestellt sind, auch wenn wir den Segen bekommen, werden wir sagen, ah, wie lange hält dieser Segen? Sofort denkt er an das nächste Negative. Wenn wir im Kummer sind, dann denke ich an das zukünftige Kummer. Wenn ich in Freude bin, denke ich aber an das zukünftige Kummer wieder. Solche Leute, sie lieben einfach den Kummer. Sie haben Angst, Furcht und Kummer als Freunde zum Hobby. Aber der Sturm ist dann stehen geblieben. Der Paulus hat den Herrn gelobt, preist. Die ganzen Ketten sind gelöst worden. Und dann entsteht dieses Werk. Und als wir dann in Schwierigkeiten waren, der Herr, der mich doch von meinen Sünden befreit hat, wenn ich dem Herrn die Dankbarkeit gebe dafür, dann wird der Herr in einer wunderbaren Art und Weise in mir arbeiten. Ich habe mir die Geschichte über Lia genauer angeschaut. Ja, da fiel Feuer vom Himmel. Ja, der Herr hat zwar viel gearbeitet, aber sofort geht das Herz von Elia in eine ganz komische Richtung. Und dann erst in 2. Könige 1 kommt der Elia wieder vor. Was sagt er? Das ist, als Ahasja gestorben ist, dann kommt Elia wieder vor. Und er schickt nun den Elisa hin. Und Elia kommt wieder in Kapitel 2, nachdem er ja entrückt worden war. Und dann gibt es hier wieder einen Bruch und eine Zäsur von den Werken Elias. Am Ende richtet der Herr wieder Elisa auf. Und dann beginnt die Ära von Elisa. Aber auch in der Ära Elisas, der Engel von dem Elisa, als er in Gilgal war, die Propheten tauchen auf. Aber Elia, er ist nicht mehr da, weil er weggelaufen ist. Ja, manchmal wird er genutzt von dem Herrn und dann ist er wieder in Verführung und dann kommt er wieder vor, ist er wieder auf der Bühne zu sehen und dann ist er wieder weg. Aber diese Bedingung, dass der Herr in uns arbeiten kann, ist, dass wir uns an den Herrn erinnern. Ah, der Herr wird mir wieder helfen. Wenn ich diesen Glauben wieder an den Herrn habe und den Glauben wieder fassen kann, dann wird der Herr wieder auf einer wunderbaren Art und Weise in uns arbeiten. Wenn wir das WordCamp machen oder wenn wir CLFs haben, wenn wir Bibelseminare veranstalten, es ist nicht einfach. Die Anfänge sind immer schwer. Es hieß auch dieses Mal, dass es regnen würde. Aber dieses Camp haben wir sehr gut beendet. Alle haben sich gefreut. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Und immer wieder habe ich einfach das Herz kommen, hören wir auf. Aber wenn wir da mittendrin beim Camp sind, dann ist es so schön und deswegen denke ich mir, warum sollte ich damit aufhören? Niemals, es ist so schön, ich muss es weiter und weiter und weiter machen. Wir müssen das Ganze weiterspinnen. Jedes Jahr sind wir doch am Hyeongdae in Busan und jedes Mal wird Regen dafür angezahlt.
Aber mittlerweile weiß die ganze Stadt Bescheid. Die Stadt Busan rief uns an, der Bürgermeister. Macht ihr dieses Camp dieses Jahr? Ja, natürlich. Aber es regnet heute. Seid ihr noch nicht losgefahren? Auch wenn es regnen wird, dann werden wir das machen. Es regnet nicht. Doch, es regnet. Aber was meinen Sie? Aber wenn wir ankommen, wird es aufhören zu regnen, sagen wir. In den letzten Jahren haben wir das immer so gemacht. Es hat immer geregnet, wenn wir da waren, hat es aufgehört. Der Herr, er lebt in uns, er arbeitet. Aber in unseren Herzen. Bitte, macht euch nicht immer so viel Kummer. Egal, ob eure Kinder Probleme, finanzielle Probleme, berufliche Probleme, diese und jene Probleme, egal welche auch immer. Wenn ich mein Herz mit diesem Problem fülle, kann ich nicht mich von diesem Problem befreien. Treff bitte den Jesus danach. Treff bitte den Herrn danach. Weil dann, wenn mein Herz mit Gott gefüllt ist, genauso wie der Herr im Tempel diese Rinder und die Schafe vertrieben hat, er wird auch in unserem Herzen die Angst, die Trauer, die Zukunftsängste, Furcht vertreiben. Und so ein Herr wird er für uns werden. 1. Könige Kapitel 19. Durch Elia haben wir gelernt, wenn Pastoren in Verführung verfallen, in Versuchung verfallen, sehen wir, wie sie aussehen. Das steht alles in der Bibel beschrieben. Wenn sie sich dann aber wieder aufrichten im Glauben, aufstehen, den Glauben fassen, sehen wir wieder, wie kräftig der Herr arbeitet. Egal wie wenig wir Glauben wir haben, wenn wir auf den Herrn schauen, wird der Herr arbeiten. Auch wenn es jemand hier ist, der voller Glauben ist, sobald wir in die Kummer verfallen, dann wird der Satan ihn komplett einnehmen und Satan ist der Herr seines Herzens. Deshalb lobpreisen wir den Herrn, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Der David hat Goliath gesehen und hat ihm gesagt, ja, Goliath ist zwar stark, aber du hast Lanze und Schwert. Doch heute wird dich der Herr in meine Hand geben. Ich gehe mit dem Namen des Herrn zu dir. Ich werde dich erschlagen und deinen Kopf abhauen. Ich gebe deinen Leichnam und die Leichen des Herrn der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel, unter dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und weil er diesen Glauben zu Goliath hingeht, hat der Herr auch laut dem Glauben gearbeitet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Bruder heißt. Ich kenne auch sein Gesicht nicht. Aber es gibt einen Bruder, der sagt, es wird nicht funktionieren. Das wird sicher nicht funktionieren. Und dann gibt es einen anderen Bruder, der sagt, ja, es sieht aus, als würde es nicht funktionieren. Aber wir haben doch Jesus. Jesus, er wird doch arbeiten. Und dann fassen wir wieder den Glauben in Jesus. Es gibt einen, der konfrontiert sich mit der Situation mit Jesus. Und dann gibt es den anderen, er kauert nieder und zusammen und bleibt am Fleck, weil er denkt, er kann das nicht. Das, was die Bibel uns gerade beibringt, ist, ja, Elia, er konnte gar nichts machen, weil er Angst hatte, nachdem er Isabel gehört hat. Aber danach fasst er wieder seinen Glauben und dann wird er von dem Herrn entrückt. Das Wichtige ist, die Schwierigkeiten, die vor unseren Augen sich gerade auftun, das ist nicht alles. Aber wir müssen auf den Jesus schauen, der alles in seine Hand nehmen wird und alles lösen wird. Amen. Älteste Hongjong dieses Mal. Wir haben Medikamente entwickelt gegen Buruli Ulka. In Elfenbeinküste oder in Benin. Es fehlt nur noch die letzten Prozesse zur Genehmigung dieser Medikamente im Land. Wenn dieses Medikament offiziell nun genehmigt wird, können wir Millionen von Menschen von dieser Krankheit befreien. Buruli-Ulke-Patienten, es ist so zum Verzweifeln, es ist so qualvoll, es ist eine Tortur, es ist ekelhaft anzusehen, es ist so eine zu fürchtende Krankheit. Aber durch den Ältesten Hwang Hyo-jung, durch das Wort von dem Herrn, hat er dieses Medikament entwickelt, sodass wir nun endlich diese fürchterliche Krankheit überwinden können. Eine Krankheit, die so viele andere Wissenschaftler und Mediziner nicht haben heilen können. Wir sind gerade im letzten Prozess von der Genehmigung dieser Medikamente. Das gehört zu den tropischen Krankheiten dieser Welt.
Wir möchten nun diese Körper dem Herrn geben, dass sie nun gesund von dem Herrn für das Evangelium arbeiten können. Der Herr freut sich, durch uns zu arbeiten. Amen. Egal wer unter euch, der Herr möchte in jedem von euch arbeiten. Aber wenn er nicht in euch arbeiten kann, dann könnt ihr einfach sagen, nee, in mir arbeitet er nicht. In mir funktioniert das nicht. Weil dann werdet ihr gerade so, wie er gesagt hat, einfach scheitern. Aber wenn ihr wollt, dass der Herr in euch arbeitet, dann müsst ihr sagen, der Herr freut sich, in mir zu arbeiten. Auch ich werde als ein Werkzeug Gottes benutzt werden. Auch ich möchte an seiner Arbeit teilhaben, weil das ist das gleiche Herz, was Gott hat. Wir möchten nun die Welt erleuchten. Wir möchten nun der Welt den Frieden geben durch den Herrn. Wir möchten nun die Freude und Hoffnung und Glauben in dieser Welt verteilen durch den Herrn. Und der Herr möchte uns dabei nutzen und er freut sich, uns zu nutzen. Jeder Einzelne, bitte hört auf zu denken, Gott will nicht in mir arbeiten. Gott, bitte, du möchtest mich arbeiten. Gott, nutze mich als dein Werkzeug. Herr, ich möchte mit dir arbeiten. Herr, ich möchte nur die Hälfte von der Arbeit von Ältesten Hoang erreichen. Wir möchten genauso genutzt werden wie Ältester Hoang Hyo-dong. So wird der Herr uns nutzen, um Menschen in Leid und Armut zu erretten, ihnen wahren Frieden und wahre Freude zu geben. Und dieses wunderbare Werk, hoffe ich, wird durch uns entstehen. Lass uns doch alle zusammen Amen sagen. Ich preise den Herrn.